Einfach zum Streckenpunkt Wingman Übungsgelände, um das Training zu starten. Da wären wir. Dies ist das Testgelände für die Kanonenjäger. Smith hat die Wingman-Steuerung jetzt auf dein Hand übertragen. Also hast du über den Kommunikationsabschnitt des Befehlemenüs Zugriff auf die Jäger. Wo sollen wir anfangen? Sag mir etwas über die Fähigkeiten dieser neuen Jäger. Also gut. Diese neuen Kanonenjäger sind auf dem neuesten Stand der Technik. Du kannst sie auf zwei Arten einsetzen. Wenn sie angedockt sind, fungieren sie wie selbstständig drehbare Türme, die Feinde vor und hinter dir ausschalten können. Ansonsten sind es Wingmen.
Du kannst die Jäger vom Schiff lösen und ihnen dann Ziele geben, die sie angreifen oder verteidigen oder an denen sie andocken können. Während du den Kurs fliegst, übermittle ich dir Tipps und weise auf nützliche Steuerungsbefehle auf deinem HUD hin. Da wären wir. Dies ist das Testgelände für die Kanonenjäger. Smith hat die Wingman-Steuerung jetzt auf dein HUD übertragen. Also hast du über den Kommunikationsabschnitt des Befehlemenüs Zugriff auf die Jäger. Wo sollen wir anfangen? Lass mich den Kurs gleich fliegen. Gut, fangen wir an. Aber sei vorsichtig, diese Minen sind aktiv und zertrümmern deine Rumpfplatten, wenn du nicht aufpasst. Wenn ich das Signal gebe, aktiviere ich die Minen und du hast 90 Sekunden, um sie alle zu zerstören und die Kanonenjäger an die Andockplattform zu führen. Möchtest du die Übung beenden, bevor alle Minen zerstört sind, dann docke die Jäger an der Plattform an. Los! Sehen, wie du abgeschnitten hast. Gut, du hast alle Minen in der vorgegebenen Zeit zerstört. Leider konntest du deine letzte Bestzeit nicht unterbieten. Ich stelle die Minen jetzt neu ein. Ich mach mich auf den Weg nach Hause, Jungs. Thank you.